Bielefeld ist eine geile Stadt. Die Stadt ist ungemein lebendig. Wow, also aus Bielefeld kommen echt wirklich gute Bands. Also netzwerkereimäßig ist das hier in Bielefeld wirklich ganz vorzüglich. In der Provinz entstehen für Kreative wirklich gute Möglichkeiten. Ich finde es eine ganz sympathische Provinz, die sich immer mehr zu Coolness mausert. Hier ist schon wirklich viel am Start. Bielefeld ist eigentlich viel besser, als es sich selber glaubt. Danke Bielefeld, danke Bielefeld. Angefangen mit Musik machen und weil es nicht genug Auftritte oder sowas gab, habe ich angefangen, Sachen zu organisieren. Es gibt in Bielefeld diese Musikkooperative Auftakt, da habe ich schnell mitgearbeitet und habe halt da gelernt, wie funktioniert Aufträge rankriegen, wie funktioniert Veranstaltungen organisieren und sowas. Und das hat mir immer Spaß gemacht, das hat gut funktioniert und dann habe ich das immer für meine Bands gemacht, habe gemerkt, oh, so wie ich mich drum kümmere, funktioniert es gut, da gibt es viele Aufträge. Und dann ist aus dieser Arbeit bei Auftakt praktisch diese Agentur Newton entstanden. Das ist meine Arbeit. Also das Organisieren und das Managen, alles was dazu gehört, Veranstaltungen machen. Und dann entstand diese Idee zur Randale. Und das ist gleich eingeschlagen wie eine Bombe. Und wäre total idiotisch, das jetzt zurückzufahren. Entscheidung zu sagen, das ist jetzt mein Hauptpart, da muss man nicht lange drüber nachdenken. Randale ist entstanden, weil meine eigene Tochter ist 2001 geboren und dann beschäftigt man sich irgendwann auf einmal mit Kindermusik. Es gibt so ganz viele Kindermusiker, die sind zuerst Pädagogen und können dann aus Versehen auch noch Gitarre spielen. So, und satteln das praktisch von der Seite auf. Die haben den Inhalt, den sie transportieren wollen, jetzt mache ich mal ein Lied davon. Und das war wirklich nicht unsere Idee, sondern wir wollten einfach eine coole Band machen für Kinder und Eltern. Wenn du so mit Alternative oder Punk oder solchen Sachen aufgewachsen bist und dann rennt immer nur der Butzemann mit der Blockflöte um den Teich. Kikiriki. War also vorher schon die Marschrichtung, lass uns doch mal eine Kinderband machen, die eher klingt, als wenn die Ärzte zusammen mit den Ramones, den House Martins und Johnny Cash Kindermusik machen würden. Und da haben wir scheinbar von Anfang an ganz vielen Eltern aus der Seele gesprochen. Wir waren damals schon in dem Niveau sehr zufrieden und sehr dankbar und haben gesagt, so wow, das funktioniert, da bleibt Geld hängen, irgendwie, ja, lass uns mal schnell noch eine Platte machen. Und dann haben wir schnell eine zweite Platte gemacht und dann, ja, lass uns mal eine Weihnachtsplatte machen. Dann haben wir eine Weihnachtsplatte gemacht und eine reine Platte über den Tierpark Olladissen und über Tiere und sowas. Und das pädagogischste, in Anführungsstrichen, Lied war das Zähneputzen-Lied. Und der Biber sagt immer schön die Zähne putzen, putze, putze, putze. Immer schön die Zähne putzen. So, aber da machen wir heute noch Witze drüber. Immer schrubben und polieren, putze, 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 putze. Wenn du nicht dein Teppich verlieren, putze, putze, putze. Geht das Putzen in die Hose, kriegst du schnell Paradontose. Und du kriegst immer Karies. Immer schön die Zähne putzen. Putze, 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 putze. Sind sie bald zunächst verlutzen. Putze, 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 putze. Ich habe am Anfang immer Ärger gekriegt mit unserem Bassisten, der ist Grundschullehrer, wenn ich dann auf der Bühne live geflucht habe oder sowas oder
ja, irgendwo die sagt, nein, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das geht nicht und die Kinder und bla. Und das ist dann immer so ein Spielchen dann auch dann, ne, dass man sich dann natürlich dann einfach auch entsprechend benehmen muss, wenn man dann auf der Bühne ist und damit dann aber auch spielen kann und das ein bisschen ausgrenzen kann so und die Kids das aber auch durchaus verstehen, wenn man das dann halt so singt oder so verpackt. Ne? Putze, 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 du nicht zeigen, nicht verlieren, putze, 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 der Biber hat das System im Tierpark hier das Schärfste gewesen. Warum das hat er dir gesagt und gehört denn, was der Biber sagt, immer schön die Zähne putzen. Wir sagen immer, wir haben bei Randale aus Versehen mal alles richtig gemacht. Das war so nicht planbar, dass das funktioniert und so gut funktioniert. Also wir haben uns das damals so gedacht, aber das hatten wir uns bei unseren anderen Bands auch immer alle schon gedacht, dass das doch jetzt so die Idee wäre, auf der alle gewartet haben. Und man muss sein Bestes tun und dann gehört aber ganz viel Glück dazu. Und vielleicht auch mein Gott bei Randale hat sicherlich geholfen, dass wir alle vorher 15 Jahre andere Sachen gemacht haben und gewisse Fehler nicht mehr machen mussten. Sehr, sehr gesunde Zähne ab, yeah, yeah. Da bin ich auch froh, dass die Band dann gleich so aufgebaut und strukturiert war, dass die alle gesagt haben, ja, lass uns das machen. Und nicht einer sagt, nee, jetzt will ich erstmal in Ruhe zu Ende studieren und so, oder jetzt will ich erstmal dies machen, sondern wir waren halt einfach alle schon so weit, dass wir unsere Flausen aus dem Kopf raus hatten, aber merkten, oh, da ist jetzt was, was funktioniert, dann gucken wir mal, was wir da machen können. So, ne? So ein Allrounder, der alles ein bisschen und nichts richtig kann. Das ist jetzt ein bisschen sehr flapsig formuliert, aber ich kenne mich in relativ vielen Bereichen ganz okay aus. Ich bin selber ein ganz okayer Musiker, ich bin ein ganz okayer Tontechniker, ich bin ein ganz okayer Backline-Verleiher, ich bin ein ganz okayer Geschäftsführer und das alles zusammen. Also ich kenne eine Bühne von allen Seiten. Ich kenne eine Bühne von vorne als Techniker. Ich kenne eine Bühne von vorne als Zuschauer bei einem Konzert. Ich habe selber auf einer Bühne gestanden. Ich habe neben der Bühne gestanden. Ich habe auch schon hinter der Bühne gestanden, wenn ich nur für irgendwelche Leute was aufgebaut habe. Also, und ich kenne eine Bühne von oben als Veranstalter quasi. Also ich habe mir das Ganze auch ein bisschen aus der Vogelperspektive schon angucken müssen und dürfen und wollen und kenne relativ viele Aspekte, und die ich zusammenbringen kann. Und dementsprechend bin ich als Tontechniker unterwegs, als Freiberuflicher. Ich bin als Geschäftsführer im Bunker Ulmwald, das ist ein Jazzclub hier in Bielefeld, mit einer halben Stelle engagiert. Und ich habe hier meinen Backline-Verleiher zusammen mit meinem Kollegen Sascha. Und das sind im Prinzip sind's drei Berufe, die ich ausübe. Backline-Verleih heißt, wir vermieten Instrumente, Verstärker und im Prinzip das, was man zum Musikmachen als Band braucht. Wir haben vom Schlagzeug über die Hammond-Orgel, über Gitarrenverstärker, über Kontrabässe, über Kesselpauken bis hin auch zu natürlich auch E-Gitarren, Akustikgitarren, E-Bässen und so weiter, haben wir eine relativ gute Auswahl an Instrumenten, mit denen wir Leute glücklich machen können. Diese Instrumente besitzen wir, die müssen wir pflegen, die müssen wir warten, die müssen wir reparieren, wenn die jemand wieder kaputt macht und fallen lässt. Die müssen wir putzen, weil die immer total schmutzig zurückkommen. Ich finde es immer erstaunlich, wie man ein Schlagzeug komplett mit Bier übergießen kann und sagen, das ohne schlechtes Gewissen zurückgeben kann. Also das ist unsere Aufgabe, diese Instrumente zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass die in bestem Zustand sind. Gegenfrage, warum ich Musik mache? Warum kann man keine Musik machen? Geht das? Also das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie man keine Musik machen kann. Das ist, als wenn ich fragen würde, warum atmest du? Ist das gut für dich? Magst du gerne? Isst du gerne? Ich habe mir das mal angewöhnt. Ich fand das ganz gut, Essen. Nein, das ist also ganz Spaß beiseite. Musik machen ist für mich essentiell. Das ist für mich keine Frage des Könnens, Wollens, Müssens oder Zeithabens, sondern das ist leider indiskutabel. Ich habe mir das nicht ausgesucht, das ist leider so. Ich muss Musik machen. Das ist
das ist Hobby, das ist Spaß. Da mache ich mit zwei noch älteren Herren, nee, stimmt, der eine ist sogar jünger als ich, mache ich Musik und das machen wir für uns selber. Also das ist, wir mit Mofi Radio verdienen wir kein Geld. Wir wollen kein Geld verdienen mit Mofi Radio, das macht für uns Spaß. Unsere Unkosten decken ist natürlich immer eine feine Sache. Wir können damit nicht reich werden und das wollen wir auch gar nicht. Ganz klar gibt es eine Trennung zwischen Beruf und Musik. Also was meine eigene Musik betrifft, das ist, wie gesagt, der Gedanke des professionellen Musikmachens, selber als Rockstar auf der Bühne stehen, der ist für mich schon lange vorbei. Dem weine ich keine Tränen hinterher. Ich bin total glücklich mit dem, was ich mache. Weil es mir auch auf der einen Seite die Freiheit gibt, dass ich die Musik machen kann, die ich machen möchte. Und nicht wie viele andere Bands, die ich auch beobachte und begleitet habe über all die Jahre, die müssen Musik machen, damit sie das Geld verdienen. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja Musik machen um der Musik willen und nicht um damit davon leben zu können oder leben zu müssen. Da geht schon los, nämlich. Für mich ist es natürlich ein bisschen schwer, meine Musik zu beschreiben, weil ich so viele unterschiedliche Sachen höre, die mich inspiriert haben. Aber es ist auf jeden Fall meistens akustisch mit Soul-Einflüssen und ein bisschen Funk auch und Blues. Allgemein so Singer-Songwriter. Also ich habe schon immer gesungen tatsächlich. Das habe ich auch letztens in Videoaufnahmen von meinen Eltern bestätigt bekommen. Ich habe irgendwie mit 8 angefangen, Klavier zu spielen eine Weile. Wollte aber dann eigentlich mehr Jazz- und Boogie-Unterricht haben statt klassisch. Habe dann aber irgendwie keinen Lehrer gefunden und bin dann auf die Gitarre umgewechselt mit 13 oder so. Und habe dann auch immer mehr gesungen. Dann bin ich ziemlich früh schon weggegangen in Bars und Clubs und habe dann, wenn ich da Live-Musik gesehen habe, dann war das für mich immer so ein, boah, das will ich auch machen. Das war für mich Götter auf der Bühne. Dann angefangen auf Open Stages zu spielen, so erst Coversachen und habe zu Hause schon langsam so die ersten Schritte gemacht mit Lieder schreiben. Und dann habe ich irgendwann die 11 abgebrochen in der Schule und bin raus und habe nur noch gespielt. Es ist halt total ein ganz schönes Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Das ist wirklich da fühle ich mich wirklich wie im eigenen Element so. Grundsätzlich geht es mir schon in der Musik darum, Dinge zu verarbeiten, die einen bewegen. Also ich sehe schon als Künstler so ein bisschen als eine Verantwortung, die man hat, auch Dinge anzusprechen, die normalerweise vielleicht nicht angesprochen werden, eher tabu sind oder brenzlige Themen sind, aber trotzdem dreht sich bei mir der Text in den Songs meistens um zwischenmenschliche Dinge. I lost all my self-respect and my self-esteem. I can't even remember how to count from 1 to 10. Ja, also wenn ich Auftritte mache, bin ich meistens alleine dann komplett. Also fahren, essen, spielen. Vielleicht manchmal auch übernachten und dann fahre ich wieder nach Hause. Manchmal auch nach Auftritten, aber schon immer alleine. Und das ist halt schon manchmal so, es wäre viel schöner, wenn man mit irgendwem sich über irgendwas kaputt lachen kann oder so. Oder irgendwie über irgendwas zusammen ärgern kann. And don't you leave me.
Da habe ich aber auch eher so die Not zur Tugend gemacht, weil wenn man eben von leben muss, dann ist es nicht einfach eine ganze komplette Combo zu bezahlen, so, auch wenn ich das gerne würde. You make me shiver. Die Musikszene in Bielefeld hat mich so am Anfang gar nicht so interessiert. Also da war ich habe mich gar nicht groß da um Anschluss bemüht, glaube ich, muss ich sagen. Vielleicht habe ich es auch nicht ganz ernst genommen, das kann sein. Aber inzwischen, also so seit ein paar Jahren, suche ich schon nach Anschluss und finde den auch und finde, dass es ganz viele tolle Musiker gibt in Bielefeld. Ich habe da inzwischen einen anderen Bezug zu als früher. Also ich bin heimeliger geworden. Ich spiele zum Teil auch Auftritte, die ich nicht gerne spiele, wo wirklich Leute nur hinkommen, um zu trinken und dann was weiß ich, da rumgrölen und das nervt irgendwann. Und das habe ich jetzt eigentlich auch lange genug gemacht, sind jetzt 10 Jahre. Und da würde ich schon gern Auftritte spielen, wo die Leute auch wirklich für mich kommen. Vielleicht Eintritt zahlen und sich freuen. So. Und das ist aber erstmal alles so. Wenn ich mit Bands auf Tournee bin, betreue ich die entweder als in der Funktion des Tourmanagers, was bedeutet, ich bin zuständig für Dinge wie die Abrechnung machen vor Ort, die Crew der Band zu supervisieren vor Ort, vielleicht Eintrittskartenabrechnungen zu überprüfen, Ansprechpartner zu sein, Vermittlungsstelle zwischen Band und Veranstalter und Agentur, zu schauen, dass alle wissen, wann sie wo sein müssen, damit alles für den Künstler und auch auf der anderen Seite für den Veranstalter des Konzerts, auf dem man dann gerade ist, dass alles möglichst entspannt läuft. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann als Backliner unterwegs bin, sprich als jemand, der sich um die Instrumente der Band kümmert, all solche Dinge, Kistenschubserei, Handschuhe anziehen, in Hände spucken und losschieben. Der ursprüngliche Grund war, ich mache halt selber Musik oder früher mehr, jetzt mittlerweile eigentlich nur so hobbymäßig, aber im Rahmen dessen bin ich mit Bands durch die Gegend gefahren, wo ich dann selber gespielt habe und habe in irgendwelchen Jugendzentren gespielt und habe mir da so die Wochenenden mit vergnügt und habe in der Zeit mich meistens dann auch um die Band, in der ich jeweils gespielt habe, gekümmert, so in dem Sinne so im Jugendzentrum anrufen, ey, bitte, 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 dürfen wir mal bei euch spielen? Wir wollen auch kein Geld und wir wollen auch nichts zu essen haben und so in der Schiene halt irgendwie. Und so hat sich das ergeben, dass sich daraus irgendwie mal eine berufliche Perspektive entwickelt hat, weil dann andere Bands gesagt haben, ey, kannst du für uns nicht auch mal Auftritte organisieren und so weiter. Ich arbeite eben hauptsächlich, wenn ich in Bielefeld im Büro sitze, für Vibra und mache da eben so Dinge, Mitarbeit bei Festivals wie diesem hier oder wir machen das Parklicht da Open Air in Bad Oeynhausen. Solche Dinger oder wir machen Shows im Kamp, jetzt im Herbst Clusot in der Stadthalle, solche Dinger machen wir. Aber ich fahre eben auch, um noch meinen Lebensunterhalt irgendwie mit Musik zu verdienen, auch öfters noch mit Bands durch die Gegend. Also was halt am meisten hängen bleibt oder sind halt durchaus mal beeindruckende Erlebnisse. Also meinetwegen, du spielst bei einer großen Veranstaltung, stehst bei Rock am Ring auf der Bühne und guckst, wie deine Band spielt. Und also nicht deine eigene, sondern die Band, für die du da halt gerade arbeitest. Und wenn halt wirklich viele Leute sich bewegen dazu und vielen Leuten das offensichtlich Freude bereitet, das sind dann so Momente, wo man dann schon auch mal eine Gänsehaut kriegt, ne? Du siehst da irgendwie 30, 40, 50.000 Leute. Ich habe ja mal einige Jahre in Bielefeld auch an der Uni Grundschullehrer studiert, Lehramt Primarstufe oder wie das dann offiziell heißt. Und habe dann irgendwann eben mich entschieden, das fallen zu lassen und das andere zu machen. Das war insofern eine schwierige Entscheidung, als dass ich beides gerne gemacht hätte. Also ich wäre auch gerne in die Schule gegangen, aber ich habe halt eben auch gerne das gemacht, was ich jetzt mittlerweile so mache. Und Ausschlag gegeben hat damals, dass ich zu der Zeit dachte, dass ich mit der Band, in der ich damals gespielt habe, dass das vielleicht mal ein bisschen bekannter wird. Und da standen so ein paar Vorzeichen ganz gut. Und ich dachte, okay, ich probiere das jetzt mal 1-2 Jahre aus, um das mal richtig intensiv zu verfolgen. Und ja, dann war es halt mit dem Studieren durch. Das Gute daran ist, ich bin da gelandet, was ich jetzt mache, und das mache ich halt mit ganz viel Liebe und Herz, und das ist für mich das Wichtigste. Wir haben jetzt zum Beispiel in dieser Woche, ich sitze momentan ab morgens um 7 im Büro und vor abends um 11 bin ich nicht fertig, und wenn jetzt das Festival selber stattfindet,
sind das 20-Stunden-Tage und man ist total durch und alles und so weiter, aber es macht einfach riesig Spaß und das ist mir viel wichtiger, als irgendwie eine Art sicheren Job zu haben, wo ich mich vielleicht aber zu Tode langweile oder die Leute nicht mag, mit denen ich arbeiten muss. Ich habe irgendwann festgestellt, ich bin kein Musiker so. Das ist ein schönes Hobby, aber es war für mich immer klar, ey, nee, ich muss gar nicht auf die Bühne. Das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr so, als dass ich jetzt mein Leben darauf ausrichte. Ich stehe lieber hinter der Bühne und kümmere mich darauf, dass andere Leute auf die Bühne kommen. Da ist viel mehr mein Platz. So, das war eine Entwicklung, die ich irgendwann, habe ich das für mich festgestellt und das war der Grund, warum dann sozusagen mein selber Musiker-Rockstar werden gescheitert ist. Und das ist auch okay so, ne? Also das ist dann, ich habe es ja probiert, ich habe festgestellt, es ist nichts und deswegen zurückkommen zu deiner Frage, ob ich anderen Leuten sowas empfehlen würde. Ich würde sagen, ja klar, ausprobieren, machen, weil woher weißt du mit 20, was du mit 30 machen willst? Ja, ich krieg gerade kein Wort raus. Was mir fehlt, ist ein Stück von dir und ein bisschen von dieser Zeit. Was mir fehlt, ist eigentlich ganz einfach, aber trotzdem ist es nicht leicht. Also ein bisschen was ergibt sich daraus, dass Lutz die Songs schreibt hauptsächlich. Deswegen ist es so ein bisschen Singer-Songwriter und wir sind so ein bisschen die Band dazu. Natürlich alles demokratisch und so weiter. Lutz versucht auch immer übereifrig, alle Entscheidungen an alle abzutreten, was mal mehr, mal weniger nützlich ist, aber wir kommen gut zurecht so und Lutz ist einfach die kreative Kraft so und das kann man ruhig auch mal so sagen. Ich schreibe zwar die Songs und habe eine Idee, aber es ist zwar so, dass wir mit der Band es so machen, dass ich mit einer simplen Idee ankomme und im Endeffekt halt eben die anderen drei quasi das nochmal richtig ausarbeiten, weil ohne das wird es halt eben sich nicht wirklich gut anhören. Ist da irgendwie der Groove Agent so ein bisschen und Jo ist da auch sehr straight, der sagt dann immer, hör jetzt auf mal das zu spielen, weil das spielst du sonst die anderen Male auch schon und deswegen entwickeln wir uns dadurch auch ein bisschen weiter und das ist auch ganz gut. Liegt auch alles so ein bisschen daran, weil Lutz in Hamburg wohnt und dort studiert und auch arbeitet und wir halt eine Möglichkeit gesucht und auch gefunden haben, wie wir weiter Musik machen können. Und so funktioniert es ganz gut, dass er halt die Lieder, die neuen Lieder mitbringt und wir dann, wenn wir Möglichkeiten haben zu proben, die dann weiterentwickeln. Oder? Ja. Genau. Also ich fände es ganz gut, wenn die alle berühmt werden und ich dann so trinkenderweise dabei mitmachen kann. Nee, ich denke im Moment handelt es sich mehr so um für den Spaß machen und so und gucken, was dabei rauskommt irgendwie. Und wenn wir irgendwo spielen können und auch merken, dass wir irgendwo spielen können, was eine wichtige Bedingung ist, so dann machen wir das. Und ansonsten ist ja zeitlich irgendwie ein bisschen Begrenzung eben durch die Hamburg-Sache. Aber das Gute ist, Blindtex sind flexibel. Also Lutz macht auch mal, wenn es sein muss oder sein kann, alleine oder mit Achim, einem Kumpel in Hamburg, zu zweit oder so. Das heißt, man kann das in verschiedenen Zusammenstellungen buchen. So, und deswegen, diese Flexibilität wird uns vielleicht noch einigen Ruhm bescheren. Das weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist einfach so, oder ich spreche mal für alle, dass für alle von uns einfach Musik so extrem wichtig ist. Das kann ich jetzt allerdings nur für mich sagen, bei mir geht es einfach nicht ohne. Ich habe das probiert, das hat nicht funktioniert. Und klar hat man den Wunsch, irgendwie weiterzukommen und mehr zu machen und mehr zu spielen. Aber es ist einfach klasse, mit Freunden Musik zu machen und einfach zu merken, dass wenn man spielt, dass man sich gut versteht und dass es irgendwie passt und dass man irgendwie was Sinnvolles tut. Und das macht einfach
wahnsinnig viel Spaß und das ist mir auch extrem wichtig, so, weil ich weiß nicht, man macht so viel anderen Scheiß und fragt sich oft, wofür irgendwie, und das ist wenigstens ein Ding, da gibt es ein paar Momente irgendwie so, da ist man eine Stunde lang Kopf ausschalten und irgendwie ganz, ganz weit weg und das ist Wahnsinn. Und dieses Gefühl fühlt sich extrem gut an. Und wenn natürlich noch mehr geht und wenn Leute da Bock drauf haben, dass mehr geht und man mehr spielen kann, dann wären wir alle da extrem froh drüber. Aber wir machen auch weiter, wenn es nicht so ist. So, das ist ja klar. Weil's wir machen jetzt schon so lange Musik zusammen, ja. Dass es einfach, dass wenn man spielt, dass man sich nicht darauf einstellen muss, man weiß, woran man ist und man spielt einfach und man kann wirklich, wie Lutz sagt, einfach den Kopf ausschalten. Und ich glaube, das ist total wichtig für die Musik, dass wir einfach dann zu viel zusammensitzen und einfach dann mal abschalten können und einfach ja, wie eine Maschine zusammen funktionieren. Manchmal mehr, manchmal weniger. Heute war es nicht so eine Maschine, zwischendurch. Und ich rede negativ, ja? Ich habe eigentlich recht früh mit Klavier angefangen, mit 7 Jahren. Und habe auch recht schnell wieder aufgehört. Und mich dann sehr schnell eigentlich für Schlagzeug interessiert. Habe dann erst selber viel mir selbst beigebracht. Etwas später dann mit Lehrern, mit Schlagzeuglehrern. Und habe dann hier in Bielefeld in diversen Bands gespielt und immer wieder versucht, meine eigene Band auch voranzubringen. Und eigentlich die letzten größeren Punkte waren dann, ich habe bei Stanford mal 2,5 Jahre gespielt, mit Peter Maffay bei Wetten, dass gespielt, bei der Bambi-Verleihung habe ich gespielt und immer wieder hier dann im Studio Sachen aufgenommen für andere Künstler oder für Fernsehserien. Hand aufs Herz ist eine Sat.1-Fernsehserie, so ein Daily Soap, wo auch gesungen wird. Da nehme ich das Schlagzeug für auf und sonst im Moment unterrichte ich halt. Ich habe Schüler, ich unterrichte hier in Bielefeld an der Musikschule Pau 2 Tage und privat habe ich hier auch Schüler. Und das sind so im Moment was eigentlich, jetzt gerade in Ferien, ist ganz gut. Im Musikbereich, das ist halt tatsächlich, da interessiert es auch keinen, wenn man da hinkommt und sagt, hier, ich habe auch ein Diplom in Schlagzeug, in Jazz, dann sagen alle, ja, okay, aber spiel mal vor. Und wenn es denen trotzdem nicht gefällt, was du machst, dann ist es denen egal, ob du ein Diplom hast. Ich muss sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit wirklich so letztes halbe Jahr wenig Live-Auftritte gehabt. Und ich glaube, das ist immer wie in allem im Bereich, dass man vermisst das eine, wenn man das andere halt mehr hat. Es gibt ja Musiker und Schlagzeuger. Ich glaube, jeder Musiker muss viel üben, muss gut sein. Da gibt es nicht irgendwie, ja, das Instrument, da kann man ja auch mal ein bisschen schlechter sein oder so. Und als Schlagzeuger hat man immer viel zu schleppen. Das ist, glaube ich, der einzige Nachteil. Was fasziniert mich am Musikmachen, dass man Leute glücklich machen kann. Total Blödsinn. Also irgendwie ist das meine Ausdrucksweise, wie ich mich am besten, wo ich das Gefühl habe, dass ich hier bestehen kann, wenn ich das mache, dass ich mich gut dabei fühle. Und das ist das, was dann, wie gesagt, wenn so ein Song mal funktioniert, wenn man den anhört und denkt, toll. Es gab nie einen Plan B. Und so ein bisschen sehe ich das halt so, dass dann das Unterrichten irgendwann dann notfalls der Plan B ist. Wenn ich nicht mehr hübsch genug bin für die Bühne. Dass man dann halt, ich unterrichte, wie gesagt, immer 3 Tage in der Woche. Und die anderen 2 Tage sind wirklich dafür da, um hier zu produzieren oder Sachen aufzunehmen. Und das kann man natürlich immer dann auch ausbauen. Also ich bin nicht so ein Typ, der so tierisch in die Zukunft guckt. Vielleicht ist es auch ein Fehler, aber ich habe jetzt nicht irgendwie so einen 5-Jahres-Plan oder so.
Ich fühle mich im Moment sehr wohl. So sehen kann ich mich nirgendwo. Ich hoffe halt, dass zum Beispiel vielleicht das ein oder andere Projekt, an dem ich jetzt am Arbeiten bin, dass das vielleicht mal, vielleicht kommt man da ein bisschen weiter mit und auch mal wieder weiter aus Bielefeld raus. Aber sonst weiter arbeiten. Hier im Studio sitzen, Songs aufnehmen, Schlagzeug aufnehmen, unterrichten. Lässt sich als elektroorganisch beschreiben, elektroorganische Clubmusik mit starkem elektronischen Einschlag, und das ist durchaus nicht so, dass das von Anfang an das war, was uns vorgeschwebt hat. Also man könnte es auch ganz anders sehen. Als wir angefangen haben, einen improvisierten Engagement-Auftritt in diesem Biergarten zu machen, war eigentlich schon klar, dass wir eine Fusion aus Krautrock und Dubstep, House und Bauhaus machen, so wie es ein Rezensent mal geschrieben hat. Es ist irgendwie darauf hinausgelaufen, nur wir haben es selber nicht gewusst in dem Moment. Also die Musik ist Musik der Trance, Musik, die sehr stark zum Tanzen sein kann und sehr stark die Gesetze der Zeit ausschalten kann. Ähnlich wie es ein fantastisches DJ-Set kann. Wir bezeichnen das gerne als Echtzeitkomposition, was wir machen. Es ist ein hochgradig improvisierter Ansatz, sprich unsere Musik entsteht durch Motive und entsteht durch gewisse Elemente, die unter diesem Masterplan stehen. Man darf nicht denken, dass alles möglich ist. Es ist nicht alles möglich. Die Musik lebt von einer gewissen Power und von einer gewissen Leidenschaft und von einer hochgradigen Leidenschaft und von einem sehr großen Zuhören, und ist nur möglich, weil wir drei uns kennen, persönlich und musikalisch. Nein, wir können von den Einnahmen unserer Band nicht leben, und das geht auch gerade noch gar nicht. Wir sind alle noch im Studium, das heißt, wir können nicht 24 Stunden am Tag nur an Musik arbeiten und an unserer Band arbeiten. So, also wenn man dann wirklich sagt, wir möchten gewisse Ziele erreichen, dann muss man das auch tun, weil sonst wird das nichts so. Also man kann da nicht irgendwie wischiwaschi-mäßig, ja, mache ich irgendwie so, man muss da schon mit vollem Einsatz dahinter sein, wodurch dann vielleicht ein Studium auch mal leidet, ne? Oder die Freundin oder der Arbeitgeber oder, ja. Also bei mir ist es definitiv so, ich glaube, da spreche ich vielleicht für uns alle drei, dass die Zeit, die von außen wahrgenommen vielleicht weggeht für diese Musik, ohne die Musik viel sinnloser genutzt würde. Weil die Musik, glaube ich, bei allen Leuten, die das machen wollen, ein Vakuum füllt, das eben nur dadurch zu füllen ist. So. Das, was man mit Musik macht, das kann man nicht mit mehr Arbeit für die Uni oder mit mehr Arbeit für die Beziehung oder mit irgendwas ausgleichen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und von daher ist auch der vielleicht oft gehörte Spruch, man sucht sich das nicht aus, sondern es sucht einen aus, einfach wahr.
Also ja, ist bei mir eigentlich immer so ein fließender Prozess halt. Ich habe schon das unterschiedlichste Zeug gemacht. Ich habe mal mit einer Band namens Alien Fire bei Rough Trade damals einen Vertrieb gehabt. Das war so Indie-Musik, das war so Songwriting-orientiert. Betrieb war es mehr so die härtere Ecke, was aber gegroovt hat. Mit Space Child haben wir viel elektronisches Zeug auch mit eingebunden in die Musik. Also ich mag es halt überall zu gucken. Ich find's, ich möchte mich ungern beschränken in der Musik, aber was mich auf jeden Fall begleitet ist, grundsätzlich schwarze Musik, so Soul und Funk, alles bewusst. Ich glaube, dass halt moderne Popmusik, egal wie experimentell oder wie schräg die ist, schlussendlich ihre Wurzeln auch da hat. So, und ich mag das sehr. Ich mag es, wenn es groovt, und ich mag es, wenn Gesang Seele hat. Bielefeld hat durchaus dazu beigetragen. Ich habe viele von meinen ersten größeren Konzerten im Falkendom gespielt, ursprünglich als Vorband, dann auch mal später als Hauptband. Hier hat es immer viele Möglichkeiten gegeben, für jüngere Bands sich zu entwickeln. Die gibt es, glaube ich, auch immer noch. Und es macht einfach super Spaß, hier live zu spielen. Also hier gibt es eine sehr gute Live-Musikkultur. So. Ich bin damals aus ganz banalen Gründen in Bielefeld geblieben. Ich hatte meine Freundin hier und ich hatte meine Band immer noch hier und ich habe trotzdem in Hamburg und Berlin gearbeitet halt. Aber ich habe mich eigentlich in der Gegend schlussendlich immer wieder zu Hause gefühlt. Also ich mag Hamburg auch sehr gerne. Berlin ist mir einfach zu groß, da muss man zu lang laufen, um irgendwas zu erledigen halt so. Ich fahre da gerne hin, um Leute zu besuchen so, aber ich fühle mich hier eigentlich ganz wohl, ja. Ich glaube, dass für professionelle Musiker, es gibt hier Möglichkeiten. Ich bin momentan in der glücklichen Situation, dass ich mit Musik mein Geld verdienen kann, aus verschiedensten Ecken halt so. Aber ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo ich mich entscheiden musste, ob ich mir Butter oder Brot kaufe. Und es ist sicherlich so in Städten wie Hamburg oder so weiter halt einfacher, weil einfach da das Musikbusiness passiert halt. Aber es ist nicht so, dass es hier nicht die Möglichkeit gibt und da hat man immer noch die Möglichkeit, sein Zeug dann draußen zu bringen. Und dafür hat man hier die Möglichkeit, mehr in Ruhe zu arbeiten und wirklich das zu machen, was man gerne machen möchte und nicht das, was gerade so vielleicht das Hipste ist. Oder so. Singen vielleicht auch so eine therapeutische Sache, sag ich mal so. Also Musik ist für mich ein unglaublich befreiendes Ding halt so. Und für mich ist es eigentlich so, es klingt ein bisschen geschwollen, aber es ist eigentlich so für mich die höchste Kommunikationsform. Und es macht einfach total Spaß, mit Leuten zusammen Musik zu machen und sich zu treffen und das vor Publikum zu machen, ist dann sowieso das Geilste. Ich glaube, dass eine Stadt eine Band sehr beeinflusst, die Leute, mit denen man da zu tun hat, beeinflusst das sehr, und ich glaube, dass das immer alles anders sein kann. Also das hat sich hier, weil Bielefeld recht klein ist, finde ich sehr positiv beeinflusst, weil man sich gegenseitig einfach unterstützt hat. Erstmal ist Bielefeld ja eine verdammt schöne Stadt und ich glaube, man kann daraus keinen Allgemeinplatz machen. Ich glaube, man kann nicht sagen, Bielefeld ist super für Bands oder Bielefeld ist scheiße für Bands. Es gibt nichts Spezielles, was an Bielefeld so herausragend ist, dass das nur, da fällt gerade einer mit dem Fahrrad vorbei, der fällt da gleich runter. Ja, doch nicht. Dass Bielefeld, ich finde die Stadt halt super, ich wohne hier total gerne, ich wohne hier mein Leben lang, ich will hier auch gar nicht weg und muss das zum Glück auch nicht wegen meinem Job. Jetzt gerade sind wir sehr zufrieden mit dem Standpunkt, von Bielefeld aus in die anderen Städte von außen einzudringen. Also es ist fast schon sexuell. Wenn man jetzt in größeren Städten war, wie jetzt zum Beispiel
Berlin oder Hamburg oder Los Angeles oder Chicago, dann ist das natürlich schon Provinz hier so. In der Provinz entstehen für Kreative wirklich gute Möglichkeiten. Und wenn man Bielefeld als Provinz begreift, in der trotzdem eine gewisse Infrastruktur da ist, ist die Stadt eigentlich, ist eigentlich ganz gut. Ich finde es eine ganz sympathische Provinz, die sich immer mehr zu Coolness mausert. Und dieses Provinzgedudel kann ich auch wirklich echt nicht mehr hören. Hier ist schon wirklich viel am Start. Ich habe natürlich auch überlegt, Mensch, gehst du nach Hamburg, ist eine tolle Stadt, gehst du mal nach Berlin? Ich würde es überhaupt nicht empfehlen, woanders hinzuziehen. Das wäre totaler Blödsinn, weil in Berlin zum Beispiel, wenn ich jetzt mal Berlin als Beispiel nehme, da sind auch ganz viele Menschen, hat man viel mehr Konkurrenz natürlich auch. Berlin, ach Berlin. Ja, Berlin. Ja, Berlin, Berlin. Ja, Berlin. Ach, Berlin. Ja. Wie das in Hamburg ist, ich glaube, dass es halt schwieriger ist, wenn das so eine große Stadt ist, dass es da auch zwar eine Szene gibt, aber da gibt es wahrscheinlich mehrere Szenen und wahrscheinlich ist der Kontakt nicht so eng wie hier in Bielefeld. Auch Berlin ist nicht für jeden Künstler gut. Nee. Also Berlin, manche Künstler schaffen es da vielleicht, sich schnell ein Umfeld aufzubauen, was super ist. Andere gehen dort vollkommen unter. Da ist es dann angeblich die zu große Konkurrenz, die einen daran hindert. Hier ist es angeblich die Provinz, die einen daran hindert. Und irgendwas ist immer schuld. Es ist so ein bisschen was, was man draus macht. Und wenn man halt so viel auch an der Hand kriegt, also allein schon, wie schwierig es ist, in Hamburg einen guten Proberaum für wenig Geld zu finden. Und wirklich halt eben auch feste Leute, die sagen, ich hab da Bock drauf. Und nicht so sagen, ja, cool, ey, mach ich. Und dann treffen wir uns nächste Woche. Und du hörst nie wieder was von den Leuten oder so. Es gibt aber auch Leute, die da voll hinterher sind und richtig viel machen. Also es ist wirklich, an wen gerätst du, hast du Glück oder nicht. Und irgendwie gibt es die Möglichkeiten immer. Und es ist die Frage, wie nutzt du das oder wie nutzt du das eben nicht. Also ich finde, man sollte da nichts auslassen. Ich finde es wichtig, rauszugehen und zu reisen, weil man auch ganz andere Menschen kennenlernt, die man hier natürlich nicht kennenlernen würde. Vielleicht gehört der Schritt, irgendwann dann mal aus der Stadt rauszugehen, weil das Business in den anderen Städten besser funktioniert, gehört vielleicht dazu. Aber um erstmal an den Start zu gehen, um erstmal Sachen vorzubereiten und so, bietet Bielefeld ganz, 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 ganz viel. Bielefeld ist eine geile Stadt irgendwie und auch die Musikszene ist da, auf jeden Fall. Muss ich die Karriere in München vorantreiben oder kann ich einfach in Bielefeld glücklich sein und Musik machen? Musiker kommen partiell aus Pappnasenhausen und nichts gebacken kriegen Dorf. Und wenn man was gebacken kriegen will, dann kommt man dann kann man auch von Bielefeld aus eine ganze Menge Sachen machen und klar kriegen. Möglichkeiten und Beispiele von Musikern, die wirklich was gebacken gekriegt haben. Es gibt ja auch gerade aktuell das Beispiel von Casper, der nach Berlin gegangen ist. Teile seiner Band wohnen immer noch hier, läuft trotzdem. Ist vielleicht motiviert es aber sicherlich den einen oder anderen, der sagt so, ey, ich komme nur aus Bielefeld, aber man kann trotzdem irgendwie es weiter schaffen. So. Also Casper, klar, bestes Beispiel. Ich meine, der macht das natürlich auch schon eine Weile, das ist nicht von heute auf morgen gekommen. Bei ihm natürlich auch das Resultat ganz harter Arbeit, ne? Ganz klaro. Die sind teilweise natürlich auch aus Bielefeld mal weggegangen, aber die Ursprünge und das Loslegen, das war hier in Bielefeld. Zumindest fällt der Name Bielefeld jetzt halt mal das ein oder andere Mal. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das automatisch dann jetzt irgendwas verursacht, so ey, Seattle, weißt du, boah, oder eine Band aus Bielefeld. Also ich glaube, wahrscheinlich wird in der Außenwahrnehmung Bielefeld nach wie vor jetzt nicht die allercoolste Stadt der Welt sein, wo man unbedingt hin muss, um irgendwie hip mit dabei zu sein. I want you back.
heutzutage mit der Technik ist es ganz egal, in welcher Stadt man ist. Das ist diese zum Beispiel Hand aufs Herz Geschichten oder für Popstars habe ich auch mal Playbacks gemacht, Schlagzeug gespielt. Das lädt man heutzutage auf dem Server, die ganzen Daten. Ich habe hier mein Studio, wo ich Schlagzeug aufnehmen kann. Und da muss man nicht mehr irgendwie in einer großen Stadt sein, so wenn es um solche Jobs zum Beispiel geht. Die Zeiten waren für Independent und für unabhängig Musik machen, Musik verkaufen noch nie so gut wie heute. Das Internet ist natürlich eine super Plattform, um sich zu zeigen. Was eben auch den Vorteil hat, du brauchst halt eigentlich nur einen Computer und kannst loslegen. Das ist eigentlich auch das Schöne. So, man muss nicht viel mitbringen und kann aber total viel erreichen. Ich glaube, diese Phänomene von diesen Künstlern, die dadurch bekannt geworden sind, ich glaube, das kann man nicht über den Kamm scheren, dass das dann immer funktioniert. Die Leute müssen ja auch deinen Namen kennen, um dich irgendwie anzuklicken. Und es ist ganz unvorhersehbar, welches Video dann überall auf einmal verlinkt wird. Und guck dir das mal an. Und also das ist, also ich glaube, das ist kein Patentrezept. Internet ist sicherlich nicht der allwissende Heilsbringer für alles. Also sprich, wenn ich schlechte Musik mache, kann ich die auch über das Internet nicht verkaufen. Aber wenn ich was habe, was gut ist, kann ich es wirklich sinnvoll nutzen. Facebook hin oder her, Larifari, Palimpalim, das alles ist natürlich wichtig und macht viele Dinge einfacher. Aber ja, die Leute, die im Musikbereich aktiv sind und eben nicht Musik machen, sondern andere Aufgaben übernehmen, die sind sehr wichtig im Musikbereich. Und da ist eben der persönliche Kontakt auch sehr wichtig. Bielefeld hat aus mir völlig unbegreiflichen Gründen, also da müsste man wahrscheinlich noch viel weiter zurückgreifen, hier eine total aktive Szene. Hier gibt es schon eine ziemlich große Musikszene, also es gibt echt prima DJs, Leute, die gute elektronische Musik machen, aber wir haben noch mehr Tradition hier, denke ich, für Live-Musik, da gibt es halt Läden für. Wenn das Forum der Papa der Kulturszene ist, ist das IOZ die Mutter der Kulturszene und wir sind so ein bisschen die kleine verzogene Göre. Es gibt viele gute Nachwuchsbands. Wow, also aus Bielefeld kommen echt wirklich gute Bands. Also abgesehen vom Technischen, vom Songwriting und so weiter. Also einfach auch was die Ideen angeht, die Kreativität und das Output. Geile Typen, Alter. Bielefeld ist da eigentlich, also ohne jetzt so in das totale Werbeding zu verfallen, eigentlich viel besser, als es sich selber glaubt. Ich bin ein großer Verfechter und Werbetrommelrührer für Bielefeld und für die Bielefelder Musikszene, immer schon gewesen. Ich habe festgestellt, dass diese Stadt eigentlich eine relativ lebendige Musikszene, speziell Anfang der 90er auch hatte. Entweder Popmusik oder Punkrock, das fand ich auch ein bisschen schwach zu der Zeit. Also früher, als wir jünger waren, da dachte man immer, die Musikszene sind all die Leute, die sich auf Bandfestivals so in verschiedene Gymnasien und so weiter rumtreiben. Nur hat sich das im Laufe der Jahre viel weiterentwickelt. Die Palette ist viel größer geworden. War auch mal eine Zeit lang richtig spannend, fand ich. Jetzt im Moment habe ich so ein bisschen den Eindruck, verschiebt sich da irgendwas. Ich kann das auch nicht so richtig erklären. Also ich stecke da halt nicht mehr so tief drin wie vielleicht noch vor 5 oder vor 10 Jahren, aber es gibt auf jeden Fall super viele Bands in Bielefeld, die ganz viel auch teilweise sehr spannende Musik machen. Das gehört auch zu unserem Anspruch als der Verein, der hier die Kulturarbeit betreibt, wollen möglichst viel kooperieren. Unter anderem kooperieren wir da nämlich dann auch mit Vibra. Also netzwerkereimäßig ist das hier in Bielefeld wirklich, wirklich ganz vorzüglich. Also es gibt hier keinen Gegeneinander, sondern man versucht sich halt miteinander zu helfen und jeder in seinem Gebiet und jeder in seinem Terrain und keiner versucht irgendwie jemand anders irgendwie mit dem Ellenbogen irgendwo wegzustoßen. So ist jedenfalls meine Erfahrung. Es war natürlich ein Grund, hier auch zu bleiben für mich und das hat sich als richtig herausgestellt. Also ich habe jetzt hier ein gut fest verankertes Netzwerk, in dem ich mich sehr wohl fühle. Eine Band braucht eine Infrastruktur und dass wir in gewissen Teilen diese Infrastruktur haben, das verdanken wir auch eben dem Netzwerk hier, absolut.
es gibt hier ganz viele Bands, die halt im Hobby Musik machen, die wahrscheinlich auch nicht das Ziel haben, groß aus Bielefeld rauszukommen, aber es gibt da viele wirklich spannende Sachen. The Fondues, Claro, irgendwie auch ganz tolle Sachen, die auch woanders bestehen können, definitiv, wo es dann nicht heißt, guck mal, eine Band aus Bielefeld. Danke Bielefeld, danke Bielefeld. Vielen Dank. Manchmal vermisse ich auch ein bisschen die nötige Solidarität innerhalb der Szene, so, um sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist mal mehr, mal weniger. Was mich mir mehr wünschen würde für Bielefeld, sind mehr Locations, wo Live-Musik, wo man Live-Musik machen kann. Die Stadt ist ungemein lebendig. In der Stadt gibt es viele, viele Auftrittsmöglichkeiten. Es gibt eine lebendige Szene, es gibt Proberäume, wenn auch noch nicht genug. Die Bielefelder denken immer, sie seien provinziell. Das ist ja totaler Quatsch. Aber durch diesen Zwang, den sie vermeiden zu spüren, denken sie immer wieder, oh, wir müssen was Neues machen, wir müssen was bieten. Und solche kleinen Projekte, die halt sehr positiv sind, kommen immer wieder, werden hier immer wieder nach oben gespült. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Finde ich ganz interessant. Da freue ich mich, dass es da ein paar wieder, immer wieder junge Leute auch gibt, die Musik machen. Also speziell unter Jugendlichen gibt es jetzt gerade wieder so ein paar Leute, die engagiert sind, auch mal mit anderen Musik zu machen und nicht nur im eigenen Wohnzimmer zu bleiben. Weil das ist so eine Krankheit, die ich in den letzten Jahren ein bisschen verfolgt habe, dass viele Leute zu Hause sitzen bleiben und die Musik für sich selber da machen. Die Kids von heute so, sind oft nur noch an DJs gewöhnt oder an irgendwelche Castingshows oder höchstens Karaoke, wo sie sich dran erfreuen. Ich vermisse so ein bisschen das Live-Spielen. Also dass das ein bisschen wieder von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen kommt. Das geht so ein bisschen verloren, habe ich den Eindruck. Ich habe ganz oft erfahren, so bei Auftritten, jetzt nicht hier, aber allgemein, dass die mich angucken, als wäre ich ein Pferd. Die wissen gar nicht, was sie damit machen sollen, wie die steht da mit Gitarre alleine. Die haben gar nicht mehr so einen Bezug zu Live-Musik und vor allem im Kleinen. Ich glaube, Rezepte gibt es gar nicht mehr im Musikbusiness. Was wirkt und womit werde ich erfolgreich? Es gibt da keinen vorgefertigten Weg, sondern man muss viel spielen. Spielen einfach und ganz viel verschiedene Musikstile auf jeden Fall auch angucken. So. Üben. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man wirklich viel spielt. Und viel trainiert. Und mit vielen anderen zusammen jammen und singen und sich ja, austauschen. Ich glaube auch flexibel sein. Also das ist häufig, habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich so mit Leuten spreche, die wollen was Sicheres haben. Und das geht leider in der Musik nicht. Das ist schwer. Also ich wusste mit 30 auch noch nicht, was ich jetzt mit mittlerweile ein paar Jahre älter... 31, Dankeschön. Vielen Dank, das ist sehr freundlich von dir. Vor 5 Jahren wusste ich auch noch nicht, was ich jetzt heute mache. Das war auch noch alles ganz anders zu der Zeit, was ich damals gemacht habe, als das, was ich heute mache. Spiel so viel du kannst, so, tausch dich mit vielen anderen aus, geh raus, aber auch guck in deiner Stadt, was los ist, so. Einfach machen und es kommt eher alles anders oder was willst du denn vorausplanen? Irgendwie mit 20 beim Finanzamt arbeiten und mit 80 immer noch oder so, wo ist denn da der, ist mein Bauch zu dick? Man muss es wollen, man kann jetzt nicht sagen, okay, man muss jetzt zur Agentur XY gehen oder so und dann wird man berühmt, so einen Rat gibt es einfach nicht. Für Nachwuchstalente hätte ich eigentlich nur die Message, sie sollen einfach Spaß haben an ihrer Musik so und sie sollen sich nicht zu schnell daran orientieren, was sie im Fernsehen sehen. Also Castingshows mal einfach zur Seite schieben, generell sowieso.
vielleicht einfach einfach mehr an das glauben, was sie ursprünglich gut finden, weil das innerhalb des Musikbusiness sehr schnell geklaut werden kann. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man weiß, dass man mit der Musik und mit den Leuten, mit denen man das macht, einen ganz großen Schatz hat und mit dem, was man zusammen entwickelt. Und das darf man nicht fortgeben. Tatsächlich finde ich das immer komisch, wenn Leute sagen, Hobby zum Beruf, weil ich habe ja nie mehr überlegt, das ist mein Hobby und vielleicht kann ich den zum Beruf machen, sondern das ist ja eine Sache, die einem super Spaß macht und wo man dann irgendwann einfach denkt, da kann man auch mal einen Taler mit verdienen. Das ist, ist ein großer Vorteil der Sache, kann aber auch eine große Gefahr sein. Weil man manchmal ganz schlecht trennen kann zwischen Arbeit und Privat. Und das ist so für die Familie manchmal sehr anstrengend. So, und die fordern das schon sehr ein, dass man dann auch mal sagt, so, nee, jetzt habe ich damit mal nichts zu tun, jetzt ist wirklich Wochenende. Was natürlich am spannendsten ist, wie reagiert der Beziehungspartner darauf? Man muss sicherlich viele Kompromisse machen, die auch nicht immer so schön sind. Und das ist ja, ne, zurück zu meinem Ziel, was habe ich noch vor? Weniger arbeiten, mehr Zeit haben für private Sachen. Ja, 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 nur auf der Couch. Mehr auf der Couch als heute auf jeden Fall. Überhaupt mal auf der Couch. Also als ich angefangen habe und irgendwann dieser Wunsch gereift ist, oder nicht nur der Wunsch, sondern wirklich doch das Gefühl, ich muss das machen, ich muss Musik machen und zwar komplett vollständig, hat man schon, glaube ich, so einen Idealismus. Ich wollte es nicht studieren oder auf eine Hochschule, einfach weil ich das Gefühl hatte, die Künstler, die ich am liebsten mag, die haben das nicht studiert und die haben einfach gelebt und zwar voll und ganz. Irgendwie ging es immer weiter und jetzt hänge ich da drin. Mein Privatleben dem Job geopfert. Auf den Opferaltar, wie bei den Mayas. Pff, Messer raus. Pff. Freunde habe ich ja keine mehr. Die verliert man dann im Laufe der Zeit. Oh, wie super, oder? Die Nervensägen alle weg aus dem Leben. Ich sitze einfach abends immer nur zu Hause und gucke Fernsehen. Voll geil. Wofür brauchst du Freunde, ey? Soziales Leben. Interessiert doch keinen. Dankbar dafür, dass ich das, was ich dann beruflich mache, einfach super klasse finde. Also das macht einfach irre Spaß. Und das, was andere Bands als Hobby machen, so rumfahren, das kriege ich einfach jetzt bezahlt und auch ganz gut bezahlt. Es war nie ein Hobby, weil ich das ist tatsächlich so ein bisschen, klingt immer so abgeschmackt, aber das ist fast wie so eine Berufung. Also muss man das manchmal sehen, glaube ich, weil sonst hält man das auch manchmal gar nicht aus. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. So, darum ist es halt, man sitzt da ja auch nicht und sagt, okay, jetzt mache ich mein Hobby zum Beruf, sondern es funktioniert immer weiter und man, wie gesagt, bekommt man mit, dass man da auch mal einen Taler für kriegen kann, wenn man dann irgendwo spielt. Und das ist dann super, das ist toll, ganz tolles Gefühl auf jeden Fall. Ja, irgendwie bin ich dann immer weiter da reingerutscht und stellte irgendwann fest, ey, da kann man ja vielleicht sogar mal 2,50 Euro mit verdienen. Viel mehr auch nicht. Das regt mich an vielen Künstlerkollegen wirklich manchmal so auf, dass sie so tun, als wenn sie völlig losgelöst wären davon. Weil das ist einfach Bullshit, scheiße. Ich bin nicht mehr 20 und nicht mehr irgendwie, kann irgendwie von 500 Euro oder 800 Euro im Monat leben und finde alles total easy und wohne in irgendeiner Bude oder sonst irgendwas. Irgendwann, ne, spätestens wenn du eine Familie gegründet hast oder sonst irgendwas, musst du einfach zusehen, wo deine Miete und dein Urlaub und die Turnschuhe für die Kids und die Klassenfahrt für die Kids, wo das einfach herkommt. Im Prinzip ist das, was ich hier als Booker mache, als Konzertbooker, das, womit ich mein Geld verdiene. Genau. Das ist mein einziges finanzielles Standbein. Ich lebe sozusagen tatsächlich von Musik, auch wenn das Leben irgendwie durch diesen sehr geringen Lohn sehr schwierig ist. Das ist nun mal im Kulturbereich oft so, gerade in der Subkultur verdient man nicht viel Geld. Ich habe aber gedacht, wenn man gut ist und viel arbeitet, dass man dann auch wirklich erfolgreich ist so. Und auch
ja, vielleicht, ich sag mal, berühmt wird oder was auch immer. Da sind meine Illusionen echt extrem geschrumpft. Also ich will nicht sagen, ich bin illusionsfrei, weil das weiß man ja nie so genau, aber es ist auf jeden Fall geschrumpft aufs Minimale, weil das wirklich leider im Musikbusiness gar nicht viel damit zu tun hat. Jedenfalls in dem Bereich Charts oder sowas. Das Musikgeschäft ist ein krasses Geschäft. Und zu versuchen, mit einer Musik, der man wirklich eine Leidenschaft verbindet, wirklich Geld zu verdienen, sodass drei Leute davon überleben können, das ist ein fast ausgeschlossener Traum. Aber ich denke, dass man für sich selbst immer neu Erfolg definieren muss. So, was ist für mich erfolgreich? Und für mich ist es ziemlich erfolgreich, finde ich, dass ich davon leben kann. Mal besser und mal weniger gut, aber ich kriege es immer irgendwie hin. Wenn halt die Monate besser laufen, dann lege ich ein bisschen was zurück für die Monate, wo es schwieriger ist. Aber es geht und das finde ich eigentlich schon ein Erfolg. Ach, also diese Illusion von wegen irgendwie, dass man tatsächlich diesen Lotteriegewinn macht, tatsächlich im Musikbusiness irgendwie Fuß zu fassen und daraufhin auch längere Zeit Geld damit zu verdienen, die habe ich mir eigentlich nie gemacht. Also ich verdiene auf keinen Fall Geld mit Musik, da fehlt mir auch echt ein bisschen der Sinn für. Also meine persönliche Meinung ist so ein bisschen, es gibt Leute, die stehen da halt, die, soll ich nicht sagen? Die ziehen das absolut durch, die machen nichts anderes und sind lieber irgendwie, weiß ich nicht, die sind da nur Musiker und das ist cool. Also ich finde das super, wenn Leute es schaffen, dass die irgendwie sagen, ich mache jetzt nur Musik, ist mir egal, ob ich arm bin oder wie auch nicht. Und von denen, von 10.000 schaffen es irgendwie 100 vielleicht, damit über die Runden zu kommen. Die anderen schaffen es auch irgendwie, aber die verdienen nicht, wirklich nichts. Für uns kommt das aber irgendwie nicht in Frage, wir sind viel zu sehr in der anderen Realität verwurzelt, die irgendwie zum Beispiel damit zu tun hat oder damit, dass ich irgendwie doch dann mir einen Nebenjob suche und studiere. Ich glaube nicht, dass man eine Entscheidung treffen muss im Leben, um sich für oder gegen einen bürgerlichen Beruf oder zugunsten der Musik zu entscheiden. Man kann das parallel betreiben, es ist nicht ganz einfach sicherlich. Aber genauso schlecht ist es dann auch, wenn man sich gegen die Musik entscheidet und sagt, ich ziehe jetzt mein Studium durch und mache gar keine Musik mehr. Das ist sicherlich genauso bescheuert. Also man muss schon, ja, es ist so ein blöder Spruch, aber man muss schon so ein bisschen gucken, wo sein Herz schlägt. Ist es mehr dahin oder mehr dahin, dann kann man das aber auch häufig gut verbinden. Also man muss das nicht immer alles so destruktiv sehen und sagen, ich kann jetzt nur eine Sache machen. Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß. Ich hätte irgendwie, wenn ich mir einen Film angucke, wo einer einsamer Musikant ist und irgendwie damit sein Geld verdient, finde ich das super. Und ich würde gerne irgendwie einsamer Musikant sein, der damit Geld verdient, aber faktisch findet das nicht statt. So. Und das ist, so sieht's halt aus. Und das ist mal gut, mal ist das irgendwie scheiße, je nachdem. Was ich im Moment beobachte, ist, dass sehr viel entsteht gerade wieder neu. Musikindustrie und alles geht den Bach runter und keiner verkauft mehr Platten und so weiter. Stimmt auf der einen Seite, betrifft uns aber nicht so sehr oder anders wir als in dem Bereich der Konzertveranstaltung. Mehr oder weniger profitieren wir davon, weil dadurch immer mehr Künstler ihr Geld verdienen müssen, indem sie unterwegs sind, auf Tour gehen. Das heißt, immer mehr Künstler stehen eigentlich für Tourneen zur Verfügung. Und im Live-Geschäft ist es so, die Leute kommen danach wie vor. Von daher profitieren wir ein bisschen von dieser Entwicklung, dass sich die Leute weniger Musik kaufen, dafür aber mehr Eintrittskarten kaufen, auch generell mehr Geld für eine Eintrittskarte investieren. Ey, vor 10 Jahren zu D-Mark-Zeiten, wenn ich ein Konzert im Kamp besucht habe, was 20 Mark gekostet hätte, da hättest du gleich irgendwie nach Kommerzialisierung und sowas geschrien irgendwie und hättest so
sofort irgendwie zwei Molotow-Cocktails geschmissen wahrscheinlich oder so. Vermutlich wird es früher oder später zu einer Art Selbstbereinigung oder sowas ein bisschen kommen. Das klingt komisch, wie so eine Marktbereinigung. Natürlich, im Allgemeinen gehen die Verkäufe zurück, aber es gibt immer noch welche, die sich mit einer gewissen Qualität da auch entsprechend durchsetzen und auch immer noch Platten verkaufen. Möglicherweise werden da bestimmte Sachen irgendwann mal wegfallen und andere Sachen dafür das wieder übernehmen. Aber das ist ja gerade das Geile an Kultur. Ne? Wir versuchen ja hier keine Besitzstände zu bewahren. Wir versuchen ja hier irgendwie nicht, keine Ahnung, es geht ja nicht um uns so. Es gibt Ziele, ja, und zwar weniger arbeiten, mehr Geld verdienen in kürzerer Zeit und viel mehr in Bielefeld sein. Das sind meine Ziele. Ja. Und da bin ich noch lange nicht. Da muss ich noch ganz oft mit Udo hier über den Platz für laufen, bis das vielleicht eines Tages mal so ist. Du musst auch frisch sein. Und also ich will nicht irgendwie auf der Bühne stehen und das nur als Arbeit sehen. Also jedenfalls nicht nur. So, ich muss es so ernst nehmen wie Arbeit und wie ein Profi, aber es muss natürlich auch immer noch so sein, dass die Kinder und die Eltern auch merken, boah, der tut das super gerne, was er da macht. Also ich möchte nie das nur machen müssen, weil ich da Geld mit verdiene. Das ist für mich das nächste Ziel, dass halt eben einfach, wir machen ja mehr oder weniger alles selber und das klappt mal mehr gut, manchmal nicht so gut, aber einfach mit dem neuen Album einfach nochmal dicker zu klingen als mit dem letzten und halt eben, ja, dicker zu klingen und fetter zu klingen als mit dem letzten Punkt. Unfetter. Also ich sehe mich in 5 Jahren immer noch selbstständig auf jeden Fall, weil ich leider halt nicht so gute Erfahrungen gemacht habe mit Leuten, die irgendwie das Management übernehmen oder die Produktion, leider. Aber ich weiß, dass es die gibt und hoffe natürlich, die zu finden oder dass die mich finden. Wenn das nicht der Fall ist, dann... Aber ich glaube, ich bleibe selbst dann selbstständig mit denen. Vielleicht machen wir dann ein Franchise-Unternehmen. Vielleicht gibt es dann Randale Nord, Süd, West und Ost. Und so Klone spielen dann unser Zeug. Und jeder von uns betreut eine Band. Und mit einem großen Mercedes und einem Zigarre im Mund. Ach, ihr macht das jetzt mal. Toll, super. Das weiß ich noch nicht. Wir gucken mal, was passiert. Es wird spannend, glaube ich. Okay. Es wird auf jeden Fall nicht schlecht. Typen hier vom Uni-Fernsehen, ey, die sind seit 8 Stunden hier und wir haben jetzt insgesamt 2 Minuten 20 Material zusammen, aber so läuft das halt, ne? Und da ich das für 4 Leute sind, ich meine, du kannst Setup aufhören zu reden, weil die Kamera wieder aus ist. Und gerade in diesem Moment sogar eine Maus unter dem Kameramann langläuft. Es ging um die Zukunft. Das Projekt steht unter einem Stern. Jana. Shalala.
sind uns richtig gut. Er steht krieg ich nicht scharf. Ich muss rückwärts fahren hier, scheiße. Da ist die Maus. Da ist doch die Maus. Du glaubst ja, die Maus bist. Ja, nicht du. Bin ich angepisst? Der Grund ist ganz einfach, warum wir ohne Musik nicht leben könnten, weil dann wäre der Musikexpress viel zu langweilig! Ja. Fertig. So verdiene ich, mein Geld. Hier, Malzbier trinken mit Maurus, schön rumsitzen, weißt du, du musst Zeug quatschen. Ey, Scheiße! Du was machen? Welche Bands ausgesucht? Also die Kriterien, wie lokale Bands vorgehen, ganz einfach. Also die, jetzt haben wir ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Ich hab nicht den Hauch reiner Ahnung. Du kommst über mich hinweg, ich dich mal hinter dir her. Und jetzt verlasse ich dich. Hier, ja, mit Ausweis, sag keine Presse hier! Bist du verheiratet? Nein. Das wärst du gern verheiratet? Noch nicht. Das ist ganz schön aggressiv, so ein Mikrofon vor uns zu haben. Couleur ist blond. Eine Marke, ein Wort. Ein Dokumentar-Erotik-Film. Richtig, und du bist das erste Opfer. Lecker, lieben, ey. Hallo. 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 Ja, steht ja alles. Leicht Unterschied zwischen also Dozenten und Herren, Studenten. Aber mach auf jeden Fall den Bäcker lieber, ey. Das ist so eines Tages so aus wie ich, ey. Solche Augenringe, keine Haare auf der Rübe. Kann ich beim Schnurrbartwitz machen? Jetzt denke ich, hätte ich mich doch besser angestrengt, ey. Bist du schon aufgeregt? Total! Kann ich auch ein Bierchen trinken? Tja, Feierabend. Auf die Kassette, ich muss aufschreiben. Feierabend.